Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spielen wir wieder Total War, Thrones of Britannia. Folgendes, oder sagen wir mal folgende kleine Info. Als ich das erste Video hochgeladen habe, habe ich natürlich weitergespielt, weil ich das Spiel halt, ja, ich mag jedes Total War Spiel eigentlich, weitere Aufnahmen gemacht habe. Und wollte die quasi hochladen. Und immer bevor ich dann halt nochmal ein Video wirklich online stelle, mache ich noch einen kurzen Qualitätscheck. Also ich gucke mir nochmal Ausschnitte des Videos an. Und habe dann festgestellt, schon im zweiten Video, hey, mein Aufnahmetool macht nicht das, was ich will. Das war alles entweder zeitversetzt oder er hat manchmal das Bild schwarz gemacht. Auf jeden Fall waren die Aufnahmen Müll. Und jetzt habe ich quasi, ich glaube, 2 oder fast 3 Stunden weitergespielt und ja, kaum zwischengespeichert. Darum musste ich jetzt ja den Speicherstand nehmen, den ich jetzt noch hatte. Und also der früheste. Und das war leider nicht da, wo das erste Video endet. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich gebe gleich nochmal ein kurzes, was bisher geschah. Also quasi ein Jahr ist vergangen. Ne? Und es ist auch nicht viel passiert. Unser Kumpel hier gerade, hier oben, jetzt sieht man das auch. Der will jetzt hier unten gegen den hier, warum auch immer, weil dazwischen ist Land, er kommt ja gar nicht ran, aber er will da Krieg führen. So, der ist uns zwar gut gesonnen, aber mein Plan war eigentlich mal, hier runterzufahren. Und das dauert noch mehr Runden. Ich glaube, von hier bis da sind 1,5 Jahre im Spiel, jetzt von den Runden her. Darum würde ich jetzt auch wieder hier gegen den Krieg führen. Und ja, in einem anderen Spiel, was ich leider nicht mehr aktuell ist, mal gucken, ob das auch so passiert, hat uns hier Zen, oder ich sag einfach mal Schottland hier, die jungen Schotten hier, die haben uns den Krieg erklärt. Interessant zu sehen, dass es, wenn ich jetzt Runden zurückgehe, ja, bisher dasselbe passiert. Ich sage, wir kämpfen für Orkneyja. Und, achso, die Runde ist noch gar nicht zu Ende. Noch ist Winter. Und ich glaube, jetzt, wenn gleich Frühling ist, ist es genau ein Jahr her. So, was ist passiert in diesem Jahr? Nicht viel. Ich habe ein, zwei Gebäude gebaut, das ist jetzt aber nicht Die so Flotte schlimm. steht bereit. Die Flotte steht bereit. So, wir haben schon quasi Krieg. Eine Sache hat sich geändert. Stratklut. Ein Krieger von Stratklut ist hier. Das war letztes Mal nicht der Fall. Ah, hier ist noch die Hauptarmee. Okay. Wir haben unseren König von, ja, von dieser Stadt hier, der war irgendwo hier, hat diese Rebellen platt gemacht. Dann habe ich hier runtergezogen und ja, erstmal hier runden lang runtergefahren. Eigentlich sollte er zu dieser Stadt. Ich glaube, das mache ich trotzdem nochmal. Kann er unterwegs rekrutieren? Nein, kann er nicht. Rekrutieren kann man nämlich nur auf 2 Ebenen. Also entweder wenn du auf Land bist, quasi und dich nicht mehr bewegst, deine ganzen Bewegungspunkte null und nichtig sind, dann kannst du rekrutieren oder du bist in einer Land Stadt. voraus! So, wie viel Korn haben wir? 15, na toll. Das ist nicht viel. Für 15 Korn kriegen wir nichts. Ah ja, und was man auch gerade gesehen hat, auf der See, ne, das Gelbe hier an diesen Balken zeigt, wie viel Krieger wir dann nächste Runde zu dieser Einheit dazu bekommen. Wenn wir natürlich auf See sind, kriegen wir keine. Tja, wie sieht es geldtechnisch aus? Auch nicht so rosig. Ach, ich nehme noch mal Plänker. Komm her. Jetzt haben wir noch 5 Korn, das ist quasi nichts. So, den Sohnemann, den Prinzen der Thronerbe, den habe ich jetzt von dieser Stadt hierher bewegt. Unsere Feinde sollen Und untergehen. ja, mehr habe ich nicht gemacht. Was haben wir hier noch? Kormark. Üppig. Oh, das war in einem anderen Spiel auch nicht. Üppig. Bringt eine auf Regierung und einen Einfluss. Wissend, wenn man Geld in Überfluss besitzt, ist es in Ordnung, ein bisschen davon auszugeben. Durch positives Einkommen erhalten. Ah. Was haben wir noch? Achso, wir haben verbündete Ziele, weil wir jetzt dieselbe Person angreifen, ist klar. Aber da mein Kumpel
Und wir haben klar rekrutiert. Da mein Kumpel aus dem Norden hier letztes Mal keine Armee hatte, konnte ich auch kein koordiniertes Ziel machen. Oder kein, ja, nicht angreifen halt. Das habe ich quasi in Alleingang gemacht. Und das werde ich auch wahrscheinlich wieder im Alleingang tun. So, wir haben 2000 Gold noch. Können wir noch irgendwas ausbauen? Wir brauchen sehr viel Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ja, machen wir das nochmal. Dauert 6 Runden, das ist nicht wenig. Und dann ist die Runde auch schon wieder vorbei. Zack. Was ich auch ausgestellt habe, sind die feindlichen Bewegungen. Darum nicht wundern, dass du gerade wie er hier einfach wegblitzt. Ich weiß nicht, ob ich das später wieder aktiviere. Nicht, dass ich dann von irgendwoher überrascht werde, aber das Laden dauert mir einfach zu lange. Und ich will das Video nicht immer schneiden für diese das ist ja nicht mal eine Minute. Also wie bei Rom 2 damals war es echt schlimm. Ich konnte da immer... Ich habe einen höheren Rang erreicht. Ja, jetzt bin ich aus dem Konzept. Wer hat einen höheren Rang erreicht? Ach, diese Geschichte. Diese Geschichte. Hakon, der kleine Bengel, der auch ein Sohn von Eirik. Ja. Der ist uns nicht mehr so gut gesinnt. Und wenn er halt... ja, schlechten Wert hat quasi, dann kann es sein, dass er uns die Treue kündigt. Treuebruch macht, rebelliert, etc. Was können wir machen? Einfluss verringern. Könnte ein Erbe sein, ne, quasi. Also, falls hier Ketil in der Schlacht fällt, ist er mein nächster Erbe. Also, ich würde ihn jetzt nicht irgendwie... Ich würde ihn schon gern behalten. Ehefrau suchen. Kostet auch noch Geld. Ach scheiße, wir haben ja gar nicht so viel Geld. Nein, kann ich nicht zurück. Heirate nicht. Vor allem die ist älter. Ihren Korb geben. Dann haben wir die andere Möglichkeit nicht zur Verfügung. Ach du Jemini, ich habe kein Geld. Das habe ich nämlich letztes Mal genommen. Dann verliert unser König Eirik zwar ein bisschen... ja. Ruhm, glaube ich, war das. Oder war es einfach bestechen? Schmiedet Pläne, diesen Charakter in Verruf zu bringen. Ah, das ist ja mein Sohn. Erben benennen. Ah, fuck, ey. Entschuldigung. Was haben wir hier? Wir sind bereit. Ketil. Ah, Ketil hat ein... ja, neben dem Streiter. Falls er nämlich in die Schlacht ziehen muss. So. Dann sind wir quasi fast durch. Wir haben kein... oh, wir haben Korn, aber kein... noch kein Geld. Feindliches Blut wird fließen. Ja, das sehe ich auch so. Dann würde ich doch mal den Sommer nutzen und dann doch noch mal zwei Einheiten rekrutieren. Aber wir haben nicht viel Geld. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann nehmen wir hier ein, zwei Billigeinheiten. Haben wieder 5 Korn. Und, tja, warten wir noch oder greifen wir an? Ich bin ein Herr der Ungeduld. Los geht's. Wir greifen an. So, und die sind wieder traurig. Öffentliche Ordnung minus 1. Hm. Na gut, lassen wir es erstmal so. Ach, und die andere Fraktion hat Dunat schon eingenommen. Und Altklut auch schon. Das war letztes Mal anders. Da konnte ich hier nämlich alles nach und nach wegnehmen. Nur die Hauptstadt hat man mir weggenommen. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Also zur Not machen wir halt die anderen auch platt. Kennen wir nichts. Wir sind Wikinger, Mensch. Wir sind geboren, um zu erobern. Und um zu handeln. So. Eirik und Cormac. Erpressung. Cormac. Cormac. Ja, wir sehen. Das Problem ist hier. Der gute Herr Cormac hat einen größeren Einfluss als der König. So. Ihn bezahlen. Vielleicht wird ihm Geld zum Schweigen bringen. Boah, Einfluss verringern. Das wir ignorieren. Das ist natürlich hier doof. Dann bezahlen wir ihn.
Und wir versuchen mal hier unseren zu euren Diensten. Einfluss. Ach du Jemine, wir müssen. Da gibt's. Ach, warum kommen wir nicht einfach an den Hafen ran? Hätte ich den Hafen anwählen müssen? Das teste ich nächstes Mal, wenn ich einfach den Hafen anwählen. Weil man kann ja einmal hier das Dörfchen angreifen und separat den Hafen. Hm. Gut, jetzt sind wir schon, haben wir schon angelegt, das ging. Und dauert wieder zwei Runden, bis wir da sind. Oh. Dann ist schon wieder Winter, ne, gar nicht. Ja, das ist schon Frühling, wenn wir angreifen. Da frieren sich unsere Soldaten da einen ganz schön ab im Winter. Hm. So, wir haben kaum Geld. Kaum Geld. Ja. Die haben ja hier schon reichlich eingenommen. Das ist ein bisschen anders als letztes Mal. Die haben hier das komplette Land getrennt. Sehe ich die Krieger von meinen Kollegen wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. Dann weiter. Dann nehmen wir halt einmal die untere Insel, die ich da gerade, auf der ich gerade bin, und dann hier Dun Olaik. Ich kann leider die Städte nicht so gut aussprechen, es tut mir leid. Aber wir könnten die ja, wie gesagt, einnehmen. Und seine vier Einheiten da, der General, das ist ja wohl kein Problem für uns. Oh, und eine Fraktion vernichtet. Gut, die kannten wir nicht, also weg damit. Und es ist Winter und sehr, sehr kalt. Massakriert sie! Yep, das haben wir vor. Und schon haben unsere Einheiten ein bisschen was verloren. Durch die Kälte. Unschön, wir haben nur 5 Korn. Ja, hier kriegen wir die Meldung. Kriegen keine Meldung. Aber auf jeden Fall Verschleiß. So, wir haben immer noch öffentliche Unordnung. Immer noch minus 1. Was haben wir noch? Das Harkorn-Problem. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir hatten. Verheiraten. Ja, dann stecke ich da mal Geld rein. Ja, ich werde meinen Sohn, glaube ich, nicht foltern. Weil wenn ich gefoltert werden würde, dann würde ich erst recht die Person, die mich gefoltert hat, nicht mögen. Ich würde das hier nehmen. Wieder mit Worten bestechen. Das Problem ist, dann sinkt der Einfluss von Eirik auf 5. Ich mach's trotzdem, weil Eirik war, glaube ich, schon 42, 43. Ach, 45. Absolut nicht mehr der Jüngste. Und ich denke mal, er wird auch in den nächsten Jahren das Zeitliche segnen. So, ja, das war's schon wieder mit der Runde. Wir haben immer noch 5 Korn, das heißt, unseren Sohn können wir nicht weiter irgendwie. Ja. Wir schwören treuen Dienst. Gut, weiter. Und ich hoffe, dass wir das Nahrungsproblem, dass ich das irgendwie mal in die Gänge kriege, dass ich viel Nahrung habe, dass ich zum Beispiel meine dritte Armee einfach hochgehen, also ja, einfach eine dritte Armee gründen kann. Oder eine zweite wäre auch schon mal toll. Weil meine Idee gerade ist, eine bleibt immer auf meinen Ländereien. Eine kann. Meine Fertigkeiten wurden verstärkt. Hervorragend. Eine kann im Norden da die Ländereien platt machen, die sich erheben. Und einer geht mal nach Süden zu König Alfred und haut da mal auf den Putz. So, laut unseren Kundschaftern, ja, ist eine kleine, plündernde Streitmacht der Nordmänner von Süden aus auf dem Weg nach Britannien. Wir erwarten, dass sie innerhalb einiger Monate uns erreichen wird. Im Süden. Wir können ja mal hier auf Zoom gehen. Da kommt gleich die zweite. Das ist ganz unten, das ist, oder auch bei Irland, das ist ganz unten. Das interessiert uns absolut nicht. Also, wenn die hochkommen wollen, dann vergehen 1-2 Jahre. Also, das interessiert uns wirklich nicht. Wenn da Norden steht, dann
müssen wir aufpassen. Verlasst euch auf uns. Weil ich nicht weiß, wie die anderen Wikingerstämme auf uns reagieren. Gut, Angriff. Beweist ihre Nachkommen. So, und das schon gewonnen. Nämlich bei diesem Spiel ist es diesmal anders, dass Siedlungen keine Ritter oder Einheiten haben, die da die Stellung beschützen. Das ist neu. Das haben wirklich nur die Hauptstädte der Provinzen. Die haben eine Verteidigungsanlage und die haben auch Soldaten. Wie gehabt, wie man es halt kennt. Aber die halt nicht. Das Geld könnte ich gebrauchen. Ja, aber Geld macht ja auch nicht allein glücklich, ne? Besetzen wir's. Jawohl. So. Das Dumme ist jetzt, wir waren im Winter draußen. Ich würde den König, also gerade für die ein, zwei Einheiten... Ach. Schick mir ihn gleich weiter. Wenn wir jetzt weiter schicken, haben wir Sommer. Dann kommt schon der Herbst. Im Herbst sind wir vielleicht da. Und im Winter greifen wir quasi an. Das würde ich diesmal nicht machen. Ich glaube im Winter... wir warten mal. Wir lassen die mal ein bisschen hier regenerieren. Wir haben jetzt ein bisschen Korn. Aber kaum Geld. Nächste Runde gibt es aber mehr Geld. Warum auch immer. Verlasst euch auf uns! Dann warten wir einfach noch. Und das war's schon. Zack, Runde vorbei. Also gerade am Anfang ist es immer bei Total War, wenn man halt eine Fraktion nimmt, die jetzt halt nicht jeder nimmt, also die nicht in der Mitte ist oder so, dann sind die ersten Runden wirklich jetzt nicht die interessantesten. Tut mir wirklich leid. Man hat nicht viel, man hat kaum Ländereien. Aber ich will jetzt nicht nochmal in den Winter und dann meine Leute losschicken. Haben wir erst früh Sommer. Unsere Feinde sollen untergehen. Eine Runde warte ich dann noch. Eine Runde, dann schicken wir sie. Brauchen noch eh hier ein, zwei Runden bis dahin, ne? Eins. Wo kommt man da überhaupt herauf? Nee, kannst du knicken. Ach, das ist doch Käse. Ich sehe gerade. Diese hohen Steine hier, da kommen wir, also hier kommen wir nicht drauf. Das heißt, wir dürfen noch einen größeren Umweg machen, bis wir da sind. Dann, ja, lasse ich den dann nochmal. Wir schwören treuen Dienst. Ruh dich aus. Können wir hier irgendwie was ausbauen für mehr Nahrung? Da haben wir einen Hof. Das ist halt, glaube ich, das alles hier. Was ist denn das hier? Ah, unser Kollege. Das geht nicht. Mit 15 Einheiten. Sigurd heißt er. Okay, der König. Sehe ich ihn das erste Mal überhaupt. Hier kann man nicht. So kann ich Geld. Ja, Katze. Ja. Bauen wir nochmal Fischereianlage aus. Und schon ist der Sommer vorbei. So kommt es mir in echt auch vor. Der Winter kommt mir immer länger vor als der Sommer. Ja gut, das ist hier Northumbria oder wie man das auch aussprechen mag, ist auf jeden Fall im Mittel oder im Leichten, ja hier glaube ich, ist noch ein bisschen weit weg von uns. Sollen sie Krieg führen gegen irgendeine Fraktion, die ich nicht kenne? So, der Unfriede steigt, minus 12, weil die hier glaube ich mit addiert werden. Das glaube ich gehört zu einer Provinz und das wird dazu gerechnet. Gehe ich mal von aus.
Sehe ich das gerade richtig? Diese Armee, die Sterat Klut, haben diese Stadt verloren, aber gegen die wir kämpfen, haben sie nicht eingenommen. Hat sich hier vielleicht eine neue Generation oder eine neue Fraktion gebildet? Hm. Wenn ja, machen wir sie später Platz. So. Feindliches Blut wird fließen. Ja, ist korrekt. Feindliches Blut wird fließen und wir verbringen den Winter auf See. Oder vielleicht schaffen wir es im Winter erstmal hier in diese Stadt zu kommen und von dort aus reisen wir dahin. Na, weil das gehört ja auch Streitklut oder Stratklut und reicht ja, wenn wir erstmal mit einem im Krieg sind. So, 1700. Hier können wir auch die Nahrungsproduktion steigern. Dann haben wir kein Geld mehr, aber ich denke mal, spätestens im Frühling können wir noch weiter rekrutieren. Ende. Ich muss auch dazu sagen, ich bin bei diesen Spielen immer vorsichtig, weil ich habe keine Lust, alle 5 Minuten neu zu laden. Dann warte ich lieber nochmal eine Runde oder ich rekrutiere nochmal 1-2 Einheiten Sicherheit. Ja, nicht, dass ich dann irgendwie angreife und dann aufs Maul kriege und dann halt, ja, enttäuscht bin. Und neu laden darf, so ungefähr. Das ist unschön, darum überlege ich mir zweimal, bevor ich irgendwo angreife. Und das ist jetzt hier nicht, ja, nicht so das große Ziel. Ja, die haben auch den Krieg erklärt. Das sind hier die, gehen wir auf die Map. Die hier führen jetzt auch Krieg gegen die. Quasi, wo kommen die her hier? Die in der Mitte? Ich weiß es nicht. Aber wenn die nirgendwo dazugehören, dann werde ich denen danach den Krieg erklären. So, und die haben auch, glaube ich, nur noch diese eine oder zwei Ländereien, ne? Hm. Da haben wir nicht viel vom Kuchen abgekriegt bisher. So, es ist kalt. Aber ich will noch was vom Kuchen abkriegen. Wir fahren nicht nach Hause. Wir fahren dahin. Bewegt die Flotte. Dann werden sie im Winter wahrscheinlich jetzt ein bisschen verlieren. Aber nächste Runde könnte ich doch wahrscheinlich direkt angreifen. So, Winter. Dann kann der Chef ja nichts rekrutieren. Können wir was bauen? Ach, kostet ja auch Nahrung. Alle Provinzen sind zu. Werden, denke ich mal, besser gelaunt. Können wir das vielleicht hier unten auch ausbauen? Ja, hier. Dann mache ich das erstmal da. Dann haben wir wieder kein Geld, aber wir haben noch Korn. So, Statthalter. Welcher Statthalter ist denn das? Gisli. Der hat schon hohen Einfluss. Das heißt, wir machen nichts, was den Einfluss steigern könnte. Hier kümmere ich mal um die Nahrung. Ist ja eh nur ein Statthalter. So, wen haben wir denn noch? Kormark. Minus öffentliche Ordnung. Ja, das steigern wir mal hier. Der hat schon Einfluss 8. Müssen wir mal gucken, wenn der nochmal aufmuckt, dann müssen wir den durch einen Attentäter töten oder so. So, ja klar. Minus 12. Letzte Runde war minus 13, geht schon mal langsam runter, das ist gut. Und schwuppdiwupp ist der Winter vorbei. Komm. Go, go. Stratklut. Steinborg, Wedeborg. Ledeborg, De Witt, Povis. Ach, du kleine Kuschelkatze. Was ist los? Ich glaube, nach der Aufnahme müssen wir dich mal füttern, ne? So, Fraktion vernichtet und auch wieder eine Fraktion Grante Pru. Kenne ich nicht. Haben wir nie, glaube ich, kennengelernt.
Die haben wir kennengelernt. Die wollten wir gerade angreifen. Und Steinburg. Also ich muss echt sagen, die Fraktionen fallen ja wie die Fliegen. Noch schlimmer als bei Total War Warhammer. Ja, jetzt stehe ich damit, Mann. Die See wartet, genau. Wen habe ich jetzt auf die Nase? Feinde, komm, euch erklären wir jetzt auch den Krieg. Ihr mögt mich ja eh nicht, unfreundlich, komm, zack. Welch finstere Absichten führen euch an meine Tür? Ja, ich erkläre den Krieg. Ihr habt euren Mund zu voll genommen. Ja, das sehen wir noch. Wohl, wenn ich jetzt überlebe, ich hab... Ja, haben wir ja gerade gemacht. Langschiffe, ei! Die... Schlag zu! Oh nee, ne? Willst du mich veräppeln? Oh. Gut. Gut oder nicht gut? Das ist hier die Frage. Ja. Hm. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Break. Wir sind bei 27 Minuten fast. Tut mir leid, dass nicht viel passiert ist. Aber die Städte, die ich einnehmen wollte, hat dann wer anders eingenommen. Das ist halt das Problem, wenn man über ja, See ist und nirgendwo rankommt, weil überall hohe Steine und Klippen sind. Ich werde jetzt die nächsten Runden einfach spielen, vielleicht noch ein bisschen die Städte ausbauen und ein bisschen rekrutieren für den Prinz. Nichts Besonderes. Ich werde die nächste Aufnahme starten, wenn wir die Schlacht bei Dun Ad machen. Hauptsache, die Stratklut kommen uns wieder nicht dazwischen. Wenn nicht, gibt's Stratklut. Erkläre ich dir den Krieg. Wobei, wir gehen ja durch ihr Länder rein, wenn ich das hier richtig sehe. Ist egal, müssen sie mit leben. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.